Bist du auf der Suche nach KI-Agenten? So ein? Ja, dann. Bist du hier komplett richtig? Stell dir vor, deine Programmierung könnte komplett automatisiert werden und das mit nur ein paar YAML-Dateien. In diesem Video zeige ich dir, wie GitHub Actions mit KI-Agenten deine Entwicklungsarbeit revolutionieren. Von automatischem Issue-Labeling bis zur Code-Überprüfung und Dokumentationserstellung, alles geschieht automatisch. Los geht's! Ich habe ein Open-Source-Projekt auf GitHub mit Electron.net. Damit kann man Cross-Plattform-Desktop-Software aufbauen. Und das hat schon mehrere hunderttausende Downloads von Paketen. Und das Projekt ist größer und es wird immer komplexer. Man bekommt unheimlich viele Issues und die meisten davon sind irgendwelche Anfragen. Und wo eigentlich was in der Dokumentation steht oder es sind Feature-Wünsche oder wir haben Pull-Requests. Und ja, da freut man sich, dass die Leute sich engagieren. Aber am Ende muss man ja trotzdem überprüfen, was mit den Pull-Requests mit sich kommt. Und genau das habe ich mir dank KI-Agenten automatisieren lassen, dass wir da eine etwas bessere Unterstützung bekommen. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an, wie das funktioniert. Ja, hier sind wir jetzt bei einem leeren GitHub-Repository. Naja, fast leeren GitHub-Repository. Es ist nur ein Ordner da. Ein Unterordner mit .github und Workflows und hier befinden sich 5 YAML-Dateien. Ja, hierbei handelt es sich um sogenannte GitHub Actions und GitHub Actions ist ein Continuous Integration, Continuous Deployment Tool für die GitHub-Plattform. Ja, damit sind automatisierte Abläufe möglich, die Aufgaben wie Tests und Deployments eben in unserem GitHub-Projekt automatisch ausführen können. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass wir ein GitHub Actions haben für ein Code Review, dass Dokumentation erzeugt wird oder ein Issue Labeler. Schauen wir uns den mal genauer an. Hier sehen wir, dass er zum Beispiel darauf reagiert, wenn ein Issue angelegt wurde. Das bedeutet, wenn wir uns das mal kurz grafisch anschauen, Issue ist erzeugt worden Event. Ja, das fliegt quasi bei GitHub selber und in dem Moment wird unsere GitHub Action aktiviert. Und dann, ja, wird unser KI-Agent aktiv. Aber was ist denn ein KI-Agent? Ja, das sind Programme, die mithilfe von künstlicher Intelligenz eben selbstständig eben Aufgaben lösen und auf ihre Umgebung reagieren können, ja, ohne dass ständig irgendwelche Eingaben von einem Benutzer notwendig sind. Also das ist getriggert worden, ja, und da haben wir das Labeling Agent. Was macht der natürlich? Der erkennt, um was handelt sich das bei diesem Issue? Ist es zum Beispiel ein Feature-Anfrage? Ist es eine Frage oder ist es ein Bug? Ja, wir haben hier unterschiedlichste Kategorien, die erkannt werden können. Und danach wird von diesem Labeling-Agent natürlich das Ganze gesetzt. Wie wir sehen können, hier ist ja die KI im Einsatz mit der OpenAI API. Wenn wir uns jetzt genau unsere GitHub Actions hier nochmal anschauen, dann sehen wir hier unten schon, hier sieht man diese typische JSON-Struktur. Hier wird auch GPT-4 aufgerufen in meinem Beispiel. Und dann sieht man, hier wird eben die OpenAI API einfach aufgerufen mit weiteren Informationen, die wir hier erhalten, wenn dieses Event fliegt oder wenn wir da was von unserem Source Code brauchen. Das bedeutet, dieser Labeling-Agent, der setzt am Ende ein Label anhand dessen, was er da eben erkannt hat. Und dazu ist wieder ein anderer Agent, der komplett unabhängig darauf reagiert und der schaut nach, ob für ihn das Ganze relevant ist, nämlich ob es sich bei dem Label um eine Frage handelt. Wenn ja, dann versucht eben ein sogenannter Support-Agent hier die Frage zu beantworten. Und zwar nicht einfach, was irgendwie in seinem Large Language Model vorhanden ist, sondern er überprüft das Ganze aus der Wiki- bzw. Readme-Datei, dass er das versucht aufzulösen. So, dann haben wir zum Beispiel auch noch ein Pull-Request-Erzeugt-Event. Ja, das heißt, wenn jemand einen Pull-Request erzeugt, fliegt dieses Event und ein sogenannter Review-Agent wird aktiv. Der überprüft zum Beispiel auf Sicherheit, ja,
alles, was am Code neu dazugekommen ist, passt es aus Sicherheitssicht. Und er überprüft zum Beispiel auch noch aus Performance-Sicht, dass nicht irgendwelche krassen Performance-Lücken reinkommen. Und wenn er das nicht akzeptiert, erklärt er auch, warum er das nicht akzeptiert. Und somit wird schon mal ordentlich viel abgefedert von den ganzen Pull-Requests und ich kann mir mehr Zeit für meine Familie widmen. Oder der Pull-Request wird dann akzeptiert, das heißt, es wird noch nicht automatisch gemerged, sondern er sagt nur, es ist akzeptiert und er markiert mich, dass ich das bitte reviewen soll. Ja, und sobald ein Pull-Request dann gemerged wurde, wird ein weiteres Event aktiv, Pull-Request akzeptiert Event, und ja, dann wird der Agent nochmal aktiv, dass eine Dokumentation daraus geschrieben wird, was der Code mit sich bringt, und somit wird unser Wiki bzw. die README-Datei dann gefüllt. Und so schließt sich der Kreis. Und jetzt wollen wir uns das kurz einmal im Einsatz anschauen. Dazu gehen wir auf das leere Repository. Ich habe für das Repository, also hier ist auch noch, das Wiki ist leer, und wir sehen auch noch, ich habe hier ein Kanban-Board hinterlegt und da ist erstmal To-Do, In Progress, Review oder Done. Ja, das ist der Klassiker, mehr ist hier gar nicht vorhanden und das habe ich natürlich auch noch konfiguriert, dass es automatisch auf die Issues reagiert, wie man das Ganze hier hinterlegt. Wir tragen ein neues Issue ein. Eine Hello World HTTP API. Machen wir hier. So. Eine Hello World HTTP API in Node.js ohne Express.js. So, das ist unser Issue. Das wird jetzt angelegt und jetzt gerade wird unser KI-Agent aktiv und wird uns hier vollautomatisch ein passendes Label setzen. Ich meine, das ist hier eine Feature-Anfrage. Also, wo bleibt die Magie? Na, da ist es auch schon. Ja, unser Label ist gesetzt worden. Okay, nachdem das als Feature erkannt wurde, erscheint es auch vollautomatisch im Kanban-Board. Und das wollen wir uns jetzt widmen, diesem Feature, oder? Also, gehen wir mal hier rüber in Progress. Und das Erste, was wir brauchen, ist natürlich, klone das Projekt, geh in das Projekt rein und erzeuge ein Feature-Branch. Anschließend wollen wir das Ganze in Visual Studio Code öffnen. Und als Unterstützung möchte ich das Ganze ja auch über die KI lösen. Das heißt, ich lasse mir helfen von GitHub Copilot. Und dazu kann ich ja einfach denselben Text verwenden, wie wir es hier im Issue haben. Ja, so. Erzeuge mir eine Hello World HTTP API in Node.js ohne Express.js. Und schon wird uns der Code vorgeschlagen. Ich kann hier einfach auf More Actions klicken, into New File, Steuerung S, Server.js und danach können wir das Ganze hier starten mit Node Server.js und wenn wir hier mal nachschauen auf Localhost 3000, hat es funktioniert mit Hello World. Ja, es hat geklappt, unser Hello World. Anschließend lassen wir uns hier mit KI auch noch eine Git-Commit-Message erzeugen. Ja, das ist von GitHub Copilot Chat die Erweiterung. Und committen das Ganze, publish branch. Und schon sind wir fertig mit unserer Arbeit. Wechseln wir doch mal zu GitHub Plattform und hier sehen wir dann auch schon auf der Startseite, dass ein neuer Feature Branch da ist und jetzt wollen wir daraufhin sauber ein Pull Request erzeugen. Ja, hier können wir auch noch hinterlegen Closes, ja, und zwar wenn wir das mergen, diesen Pull Request, soll er automatisch eben dieses Issue closen. So, Create Pull Request, er ist erzeugt worden und das ist jetzt, wo unser Pull-Request-Agent aktiv wird, wenn ihr euch erinnert, der wird jetzt eben hier explizit ein Code-Review durchführen. Ob das Ganze jetzt eben, wenn er hier gleich fertig ist, dann, wenn er es akzeptiert,
Es wurde nicht akzeptiert. Ja, man muss dazu sagen, der Prompt dahinter, der ist natürlich auch sehr streng eingeschaltet. Denn der sagt, das Ganze ist eine unverschlüsselte Verbindung. Ja, es fehlt HTTPS und es wäre irgendwo an einer Stelle Cross-Site-Scripting wohl aktiv. Das liegt wohl daran, wie wir arbeiten. Ein simples Hello World, aber gut. Er ist natürlich jetzt extrem penibel, weil wir einen bestimmten Header-Flag nicht gesetzt haben. Muss man auch sagen, das ist ein Vorführeffekt, weil ich meine, ihn schon gesagt zu haben, er soll nicht so ganz so streng sein. Wir könnten jetzt das Problem fixen, aber ich denke, wir vertrauen der ganzen Geschichte. Das ist jetzt hier mal mergen folgenden Pull-Request. Ich werde jetzt dieses hier aktiv bestätigen. Und jetzt wird wieder ein anderes Event in dem Moment gefeuert. Ne? Ihr erinnert euch, hier warm, ja, der Agent, der hat es jetzt mal nicht akzeptiert, ja, aber ich habe es jetzt händisch akzeptiert und dann wurde der Agent aktiv, dass jetzt eben die Dokumentation erzeugt wird, ja, eine Wiki-Seite. Und das können wir auch ganz gut sehen, wenn ich hier nämlich auf Wiki klicke, ist es noch aktuell leer. Die GitHub Actions kannst du auch in Action sehen, wenn du in den Tab Actions hier reingehst, ja, die YAML-Datei aktiv wird, warum was fehlgeschlagen ist oder nicht, ne, da hat jetzt natürlich ganz normal einfach das aufgerufen. Jetzt hat er die Dokumentation fertig. Werfen wir doch mal einen Blick rein. Und der sagt Node.js Server Anwendungsdokumentation in das Verzeichnis wechseln, Node Server starten und so weiter und so fort. Das ist eine simple Dokumentation dazu. Wenn du jetzt ein Issue stellst und es wird als Frage erkannt, wird eben ein Agent aktiv, der versucht, die Frage anhand der Dokumentation aufzulösen. Ansonsten markiert er mich und sagt, hey Gregor, schau doch mal vorbei, irgendwas stimmt da nicht. Ja, und sehen wir auch schon, wie vollautomatisch in Kanban Board unser Issue auch noch auf Done gesetzt wurde. Wow! Ja, wir haben gesehen, wie man mit nur ein paar YAML-Dateien automatisiert Unterstützung mit der KI bekommen kann. Das Faszinierende daran ist, man sieht, dass hier ganz viel uns die KI unterstützt, ohne den typischen Chat-Charakter. Na, man denkt immer an ChatGPT, wenn wir mit der OpenAI API irgendwelche Lösungen bauen, dann muss es irgendwas mit Chat-Charakter sein. Ich meine, ja, es ist ja irgendwo eine Konversation geführt worden, ja, zum Beispiel über das Feedback per Text etc. oder wenn eben etwas als Question erkannt wurde. Aber im Prinzip ist so viel Magie mit dabei, die überhaupt gar nichts damit zu tun hat, mit diesem typischen Chat-Charakter. Wir hatten auch bereits ein Video dazu gemacht. Schaut euch das an, da seht ihr nochmal weitere drei Beispiele für so OpenAI, den typischen Chat-Charakter zu tun hat. Was mich jetzt brennend interessieren würde, ja, habt ihr für euch hier schon mal eine Inspiration gefunden, wie ihr das für eigene Projekte nutzen könnt oder wollt oder was könnte man an diesem Beispiel, was ich hier aufbereitet habe, noch besser machen oder noch hinzufügen? Habt ihr da Ideen? Ich bin tierisch neugierig, ja. Schreibt es in die Kommentare und ihr kennt das, ja. Das Video hier war nicht kostenlos. Es kostet euch einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, inspiriert hat, weitergebracht hat. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, mehr davon, ja, dann müsst ihr auch noch abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.